Willkommen bei Alte 4 Games. Mein Name ist Tim und heute spielen wir die Closed Beta von Microvaults. Das ist ein schönes Free-to-Play-Game und ja, jetzt stellt sich dieser Typ, der da unten gerade läuft, bist du hässlich, vor. Mein Name ist Michi und ich mag meinen Typen irgendwie nicht. Warum hast du nicht deine Kopfkraut genommen, die du vorhattest? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich sie nicht genommen habe. Aber ey, guck mal, ich hab ne Yucca-Palme auf dem Kopf. Eine Yucca-Palme? Ja, guck. Du bist fast so cool wie eine Ananas. Ich box dich, komm her, komm. Du bist fast so cool wie eine Ananas. So, jetzt geht's los, jetzt töten wir den Gegner. Du bist ein Gegner. Da hinten ist ein Gegner. Da hinten ist ein Gegner. So. Ein Gegner, wo sind die Gegner? Ein Gegner. Wir lernen die Mehrzahlen. Ui, ich hab ihn getötet. Ui. Und er hinterlässt HP. Jetzt hab ich 70 warte HP. Mal. Nee, oder? Was? Komm mal bitte zu mir. Warum? Du weißt doch, was der Medic schießt an Waffen, ne? Also ja. Wir müssen ja noch sagen, was das Spiel hier ist, ne? Also, ja, das wollte ich gerade sagen, aber du hast mich unterbrochen. Ja, warte kurz. Guck mal, was... Oh, Merde. Ah, Ficken. Stirb mal eben, bitte. Oh. Ich wollte dir was zeigen. So, tot, endlich. Double kill. So. Warte, ich muss jetzt mal wieder spawnen. Und dann können wir eben das Spiel erklären, aber ich wollte dir was zeigen. Da bist du, ja, warte, ich komm zu dir. Ah, nein, da war eine Wand. Wo bist du? Ach, da bist du, okay. Hey, ich hab dich. Guck mal, was schieße ich? Das sieht... Kannst du sehen? Ja, das... Das sind... Nägel. Ja, so, was schießt der Medic in Team Fortress 2? Spritzen. Okay, so, noch ein Klon. Also, das, so. Das ist eine super Überleitung. So, erklären wir's. Also... Mit was schlägt man bei Team Fortress zu? Mit allen möglichen Krams. Okay, das ist klar. Hier auch. Mit was schießt der Medic? Mit Spritzen. Ich schieß mit Nägeln. Mit was schießen fast alle Klassen als Zweifache? Mit einer Shotgun. Ich hab eine. Mit was schießt der Sniper? Mit einem Scharfschützengewehr. Mit was schießt der Heavy? Mit einer Minigun. Mit was schießt der Soldier? Mit einer Panzerfaust. Mit drei Schuss. Oder und mit was schießt alter Fehlgames? Sie werfen Varrock. Ja, der war nicht witzig. So, und, nein, halt und hier. Das sieht jetzt überhaupt nicht so aus wie bei Team Fortress oder so. Nein, gar nicht. Du hast mich gerade gedisst, ich finde das nicht in Ordnung. Ja, ich disst dich andauernd, das ist doch schon normal. Nee, ich finde das nicht in Ordnung. Guck jetzt, das ist ein super Move, hier, pass auf. Los. Ah, Fing. Das darf ich gar nicht mehr sagen. Nein, wir sind nicht. Ah, nein! Ah, super Überleitung, wenn Arschitero kommt rein. Arschitero, okay. ja, das ist ein typischer Team Fortress 2 Klon. Aber das ist jetzt nichts Schlechtes, denn, okay, bei Team Fortress 2 gibt's, ich weiß nicht, sind das 9 Klassen? Ich glaube ja. Aber hier brauchst du keine Klassen, hier hast du gleich alle Klassen in einen. Außer den Medic und den Engineer. Und vielleicht noch irgendwas. Ah, den Pyro hast du auch nicht, genau. Das heißt, es ist besser, es hat kein Pyro und der Pyro ist die meistgehasste Klasse in Team Fortress. Der hat mich getötet, ich hasse ihn, ich bring ihn gleich um, schlag ihn mal von mir. Okay, warte. Nee, ich mach's nicht, du versaust das Video. Achso. okay, dann versau ich das Video halt. Was können wir noch zum Spiel sagen, bevor wir irgendwie nur unnötigen Krams labern? Tun wir das nicht eh schon? Ich steh hier auch, guck. Boah, bin ich cool! Okay, Entschuldigung. So, ich hab ihn umgebracht. Der fällt runter. Au. Ja, also, es gibt auch einen Item-Shop, da kann man sich Waffen kaufen, die sind aber auch nicht so übertrieben stark und, die sind halt stärker, das ist klar. Aber bringt nicht sehr, sehr viel. Also, sie haben auch mit den Standardwaffen, gut werden. Ja, sie haben auch negative Sachen. Zum Beispiel, ich habe jetzt nur eine Sache mir neu gekauft, das ist ein neues Sniper, okay, zwei, und eine Nahkampfwaffe, diese Kettensäge. Ansonsten hat man, glaube ich, eine Schaufel oder so. Ja, ich hab eine Schaufel, ich bin ein Gärtner. Oh. Dark Nigeria schon wieder da. Also das Spiel hat verdammt wenig Spieler auf dem deutschen Server. Aber es hat einen deutschen Server, das ist sowas. Warum hast du das Aber so mit Aber? Ja, weil das nicht jedes Spiel hat. Achso, Entschuldigung. Schlacht um Mittelerde hat immerhin Order. ja. Das ist ein Insta, den versteht keiner. Okay, Weißleder. Ja, lieber Herr Weißleder. Ah, Ficken! Geschlechtsverkehr vollführen. Entschuldigung. Ich darf das nicht mehr sagen. Das ist ein kinderfreundliches Spiel. Ja, das ist wirklich kinderfreundlich. Denn das sind keine Menschen, das sind keine Fantasiewesen. Das sind schöne Überleitungen. Das sind echt
Das sind Spielfiguren! Das sind Puppen! Ich kann in der Luft stehen! Ja, ich mache echt tolle Überleitungen. Ich glaube, ich sollte zu RTL gehen. Nicht zu RTL. Ich glaube, du solltest zu, zu, wie heißt es jetzt? Zu, RTL 2. Ah, wie heißen nochmal hier die öffentlichen rechtlichen Idioten? Nazis? Ja, auch. Ah, nee, das sind nur die Rechten, das sind nicht die öffentlichen. Ich weiß nicht, wie das heißt. Erste und ARD und ZDF und F4G ist auch gut. Ah, stimmt doch. Ich kann nicht so weit runterzielen. Nö. Das musst du lernen. Meins. Ey Mann, ich werde immer abgeschossen, ich will nicht mehr. Ich mach Selbstmord. Wo sind meine Rasierklingen? Wo sind meine Rasierklingen? Michi, hast du meine Rasierklingen versteckt? Oh mein Gott, das war ein guter Kill von iCluck. Ja, ich hab sie. Weißt du, wo sie sind? Ah, iCluck ist schon wieder da! Apple! Nein! Ich hasse Apple-Produkte. iCluck hasse ich auch. Ja, iCluck ist aber in unserem Team. Egal, wir zwei sind ja kein Macintosh. Okay. Oh, es sieht so elegant aus, wie du da hochspringst. Ah, ich falsche Waffe. Lüge. Ja, wollte ich gerade sagen. Was war das denn? Niemand ich war abgeschossen, nur weil ich da rumstehe. Oh. Sünde. Sünde. Ich hab ihn getroffen mit einer Rakete, aber nicht getötet. Das Spiel ist, du musst doch mal sagen, wie die Leute das bekommen. Es gibt da so eine Homepage, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, da konnte man Beta-Keys beantragen und die hat man einfach bekommen. Also das kostet nichts, gar nichts und so. Da musste man einfach nur hingehen und konnte man sich anmelden, dann hat man einen Beta-Key zugeordnet bekommen, per Zufallsprinzip, und dann konnte man den kopieren, einfügen und schon hat man Closed Beta, konnte man an der Closed Beta teilnehmen. Quasi Open Beta, aber irgendwie doch nicht. Ja, okay. Genau. Norm. Das Spiel ist, glaube ich, gar nicht so groß. Ich glaube, nur ein Gigabyte überhaupt. Ja gut, für langsame Leitung ist es scheiße, aber an sich, ja, sehr lange patchen muss man nun auch wieder nicht. Boom, chaka, laga, laga, woo! Was sollte man noch dazu sagen? Boom, chaka, laga, laga, sollte man auch sagen. Wo ist der Typ hin? Da! Genji, ich bring dich um! Ich denke mal, der Tim ist so nett und wird das Spiel verlinken. Ja, ich werde das wahrscheinlich in der Beschreibung packen. Ich werde auch gleich noch nach dieser Runde, die 10 Minuten dauern sollte, den Ingame-Shop zeigen, wie man seine Charaktere anziehen darf, kann, seine soll. Charakter. Boah, ich hatte einen in der Schule, der hat bei WoW immer Charakter gemacht, aber egal. Du hattest eine Schule? Was? WoW? Ich hatte eine Schule? Was? WoW? Oh nein! Das wird immer schlimmer. Du stehst hinter so einem Kasten. Ui. Naja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich ganz nett. Es ist eine Alternative zu Team Fortress 2, wenn man das Spiel sich nicht kaufen will, kaufen kann, kaufen darf. Hey, mein Stiefcousin hat eine Weißledercouch. Das wird kein Mensch verstehen, außer die. Ja, aber das fällt mir gerade auf, weil ich habe über Weißleder nachgedacht und ich war gestern bei dem und der hat echt eine Couch aus weißem Leder, aber ist egal. Joshua Weißleder hat eine Weißleder-Couch. Also, die Leute, die dich in Skype haben, müssen den Witz eigentlich checken. Die müssen das eigentlich auch checken. Aber wer hat mich schon in Skype, also... Weißt du, man kann doch den Leuten einen Ansprung geben. Das ist genauso, als würden wir, oder würdest du, weil du bist ja natürlich jetzt der Mann, alte F4 Games, ihr würdet auf jeden Fall 1000 Euro versprechen und würdet es einfach nicht aushändigen. Okay, Das wäre aber fies, das würde ich ja nicht machen. Ich bin ja nicht schwarz. Ah, von unten kommen Gegner. Und du hast keine Dread. Ja, ich habe keine Dreadlocks. Und nebenbei war ich nicht bei RTL den Schulermittlern. Der böse Simon! Und nebenbei war ich auch nicht auf der... Warte mal. Ich dachte, du hast eine Kettensäge und keinen Hammer. Ja, habe ich eigentlich auch, aber das stimmt trotzdem, dass ich einen Hammer bezieht habe. Egal, weiter. War ein Hammerschuss. Hammerhart. Oh, diese 50 Sekunden. Diese Anti-Witze. Rennt ein Bein Scheiße. Die Treppe hoch und fällt ihm ein, dass er keine Beine hat, fällt er wieder runter. Oh nein! Oh doch! Badum! Tisch! Dieser arme beinlose Mann wurde getötet. Der arme beinlose! Was für ein Wortwitz! Arm und beinlos, oh nein! Das war ein Wortspiel, aber kein Witz. Das ist dasselbe. Ja, auf jeden Fall, ich war ja auch nicht irgendwie auf dem YouTuber-Treffen, hab mich umgedreht, wo man zu mir gesagt hat, ey Joshua. Nein. Warte mal, du warst beim YouTube-Treffen? Nein! Achso. Und ich hab mich auch nicht umgedreht. Achso.
Also umgedreht habe ich mich schon mal, nicht? Aber. Aber ich drehe mich nie um. Steht wieder. Ich gehe mal vorwärts. Ich hab mir überlegt, wenn ich demnächst mich nicht mehr umdrehe, dann mache ich mir so einen Pieper an meinen Hintern und wenn ich rückwärts gehe, piep, piep, piep. Stirb, Eschu. Ah, wir haben verloren. Warum haben wir verloren? Wir waren besser. Man kann nicht mal mehr springen, wenn man schon. Aber haben wir eigentlich schon einmal gewonnen in dem Spiel? Ich nicht. Na doch, doch, ich hab schon. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, kauft euch das Spiel. Nein, ihr könnt das Spiel runterladen, die Closed Beta. Wenn die Open Beta beginnt, freut euch drauf. Wenn das Spiel komplett gratis ist, freut euch drauf. Es ist echt gar nicht schlecht. Es macht Spaß mit Freunden, vielleicht auch mit kleineren Leuten, also mit euren kleinen Geschwistern, die 12 sind und euch die ganze Zeit nerven. Ich will kaum das Spiel! und ansonsten, ja, tschüss. Warte, ich zeig euch jetzt nochmal den. Warte. Das alte 4 Games wird jetzt die ganze Zeit bleiben, weil das ist Peer-to-Peer und ja, egal. Wow! Mama! Tschüss! Total sarkastisch.